dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Gidimid Flow, euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Ich zeige euch heute eine Roomtour und zwar eine Roomtour von meinem Zimmer, Leute. Und ja, es gibt nicht viel zu sagen eigentlich. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe es leider mit der Handykamera aufgenommen, weil meine Legria kaputt gegangen ist. Aber ich denke mal, das sollte dennoch korrekt sein auf jeden Fall. Außerdem ist so, Leute, falls ihr mich noch nicht auf Snapchat gefolgt habt oder gefollowt habt oder sonstiges oder was auch immer, geht hin, checkt auf jeden Fall den Snapchat-Namen unten in der Videobeschreibung aus. Geht hin und folgt mir auf Snapchat, um nichts zu verpassen, weil dort zeige ich einfach meinen ganzen Lifestyle, mein alles einfach, was ich unternehme oder sonstiges. Und ihr werdet auch informiert mit Videos, beziehungsweise was für Videos kommen werden. Deshalb checkt es auf jeden Fall ab und dann verpasst ihr auf jeden Fall gar nichts und seid auf jeden Fall besser informiert als alle anderen, die mir nicht auf Snapchat folgen. So, ich würde aber sagen, wir starten mal mit dem Video. So Leute, kommen wir zu meinem Setup. Und zwar, ja, ihr könnt hier sehen, hier ist das Beste, was ich hier gerade im Moment habe. Und zwar mein ganzes Setup. Und das Ganze nehme ich im Moment mit der iPhone-Kamera auf, weil ich habe meine Legria so gesehen kaputt gemacht und deswegen muss ich das Ganze jetzt hier mit der iPhone-Kamera aufnehmen. Aber ich hoffe, ja, es sollte ganz angenehm sein. Ich nehme gerade mit iPhone 7 Plus auf. Das hatte so ein System, sage ich jetzt mal, dass das Ganze nicht so verwackelt und so weiter. Aber bevor wir zum Ganzen hier drüben kommen, möchte ich euch nochmal, ja, mein ganzes Zimmer eigentlich zeigen. Das Ding ist, ich bin ja neu umgezogen, Leute. Und das Ding ist, da ich neu umgezogen bin, sind jetzt nicht alle Möbel da. Aber ich versuche euch das Ganze jetzt mal so zu erklären, dass ihr circa wisst, was wohin alles kommen wird. So, ihr seht, hier ist mein bosshaftes Fenster. Ich bin im obersten Stockwerk, müsst ihr wissen. Bombe. Und ja, hier ist mein Bett. Ganz normales Boxspringbett, Leute. Habe ich bei, keine Ahnung, wo gekauft. Keine Ahnung. Haben irgendwelche Typen vorbeigebracht. Hier ist eine leere Ecke und hier wird später mal ein Sofa hinkommen und ihr seht ja, die Tapete ist nicht so gut, weil wir haben die mal nass gemacht gehabt und wollten die runternehmen. Das ist noch, also sagen wir jetzt mal, alt. Da kommt nämlich so eine Steinwand hin, weil ich wollte unbedingt, ja, und wie ich sagen wollte, also hier will ich eine Steinwand hin haben und deswegen wollten wir das abmachen, haben wir es ein bisschen nass gemacht, hat nicht so geklappt. Ja, deswegen sieht es noch da gerade so ein bisschen hässlich aus. Ja, könnt ihr ja gerade sehen. Aber wie gesagt, da kommt so eine Steinwand hin. Und hinter die Steinwand, also vor die Steinwand, also hier hin, kommt dann ein Sofa hin für zwei Personen. Einfach so zum Chillen halt. Hier haben wir auf jeden Fall so Shisha-Utensilien und so weiter. Tabak, alles drum und dran. Ja, ich rauche viel Shisha und so weiter. Und gleich zeige ich euch noch meine Shisha, die ist noch in der Spülmaschine. Und ja, genau, das sind Shisha-Utensilien. Hier kommt ein Sofa hin. Dann hier will ich mir so einen kleinen Tisch hinholen, dass ich, wenn Kollegen kommen, die Skihand drauflegen kann oder sonstiges. Die sollte auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Wochen sollte die kommen, die ist bereits schon bestellt. Dann habe ich hier so einen Gaming-Sessel, habe ich mal ganz früh gekauft. Da sind Schlafsachen und zwar sind das nicht meine Schlafsachen, weil ich habe ja hier Schlafsachen. Das sind Schlafsachen für meine Homies, wenn die vorbeischauen. Grüße nochmal hier an Badisch und an alle anderen, Dor, alles drum und dran, die immer bei mir hier, ja genau, hierher kommen, mit mir chillen, Shisha rauchen, zocken, dies, das. Genau, das sind so Schlafsachen für Besuch. Und da habe ich auch zwei Matratzen, die habe ich jetzt so gelassen. Normalerweise sind die irgendwo anders verstaut, aber heute kommt noch ein Kollege vorbei, deswegen. Wie gesagt, das sind halt so Matratzen und die ballern wie immer dahin und einer legt sich hier hin oder so und ja, die chillen dann hier. Also ist korrekt, so Matratzen, weil ich will nicht, dass irgendjemand neben mir schläft hier in meinem Bett und ja, das gefällt mir nicht so. Hier ist mein Schrank, da sind gerade noch die Wintersachen drin, da kommen bald die Sommersachen rein, aber wie ihr seht, ich habe keinen Schranktür, weil das ist so von Ikea, so ein Dingsbums. Boah, das ist jetzt gerade richtig hell. Wir sehen können, da sind alle Löcher, da kommen auf jeden Fall noch Schranktüren rein, aber die wurden halt extra separat bestellt und die dauern halt noch ein bisschen an. Hier habe ich so eine Box von Umzug, alles drum und dran. Da sind so ein paar Caps und so weiter. Ja, ein altes Handy, braucht kein Mensch. Ja, Müll. Ja, Drucker, so ein kleiner Schrank, auch von Ikea. Der Drucker ist Bombe. Ich habe meinen Drucker beim Umzug, also ich habe den neu gekauft. Mein alter Drucker ist von den Treppen runtergefallen und ist leider kaputt gegangen. Aber ist eine andere Geschichte. Ja, fangen wir am besten hier jetzt mal mit meinem Setup an. Und wie ihr sehen könnt, hier ist auf jeden Fall ein Fernseher. Den kann man natürlich auch so schwenken. Kann ich hier so schwenken.
kann ich den weiter rausziehen und so weiter. Kommt halt drauf an, wenn ich auf dem Bett chill, dann ziehe ich den ganzen Scheiß hier raus. Aber ansonsten drücke ich das Ganze so hier rein. Und hier habe ich so eine kleine Albumecke. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr Alben, aber die sind alle im Keller. Und ich habe mir die besten rausgesucht von so von ganzen Zeit. Ich habe so circa 20 Albenboxen und so weiter. Und hier seht ihr von Sufjan Alealeh. Ist noch alles original verpackt und alles drin, ne? Hier ist von Kapital Makarov Komplex. Ich habe sogar ein Poster, da hat er seine Nummer drauf geschrieben. Er hatte so 50 Leuten seine Nummer drauf geschrieben gehabt. Und ich habe so eine Box bekommen. Ich konnte ihn auch anrufen und so weiter. Dann habe ich hier Summer Jam Genesis und Pusher von 18 Karat. Ich finde, das sind die geilsten Boxen so von meiner ganzen Sammlung. Und deswegen habe ich die hier stehen. Dann, Leute, haben wir hier die Bose Boxen. Und zwar, Leute, sind es Bose Boxen. Ich habe damals dafür 330 € oder so gezahlt und die sind ultra stabil, Leute, weil der hat auch so einen krassen Subwoofer und glaubt mir, Soundcheck, Mountcheck, bockt sich auf jeden Fall, ist so richtig stabil, gut, laut und so weiter. So, was haben wir hier? Ja, so ein Ikea-Stuhl. Und wenn ich zock hier drauf, dann chill ich mich immer hier hin, so chill eine Runde gediegen, so wisst ihr, wie ich meine. Also da ist eher so Chill-Bereich. Hier seht ihr, ich habe noch einen zweiten Stuhl, aber dazu kommen wir gleich. So, dann seht ihr hier, wo meine PlayStation 4 mit verbunden ist. Und zwar hier die PlayStation. Die wird hier angezeigt. Ihr könnt gerade sehen, ich war vorhin in einer Party mit Kollegen und die existiert schon seit 48 Stunden. Auf jeden Fall heftiger Modus. Grüße gehen an alle Leute, die da drin sind. Ich zeige euch mal, wer da alles drin ist. Leute, solltet ihr vielleicht ein bisschen von Namen und so weiter erkennen. Wollte ich auf jeden Fall noch grüßen, weil das sind einfach die meisten Leute, mit denen ich spiele. Auf jeden Fall nochmal Keks, dann der Funk, dann Steffi und Mark, also WFG, dann nochmal Paco, WFG Mert und Domi21 Corrected Dudes auf jeden Fall. Und ja, wollte ich einfach nur so nebenbei grüßen. So. Ja, worauf zocke ich eigentlich? Das sind die BenQ-Monitore, Leute, wie ihr gerade seht. Sollten vielen bekannt sein und davon habe ich 3 Stück, habe ich mir gekauft, einfach zum Zocken und so weiter. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles unten in der Videobeschreibung, also nur falls ihr Interesse habt oder so, falls ihr euch die Sachen hier gönnen wollt oder. Und hier habe ich meinen Rechner, hier sehe ich alles, was mein Rechner zeigt. Ihr habt ja gesehen, da war ja vorhin an, ich habe das jetzt ausgemacht, dass man das vielleicht ein bisschen besser erkennt. Und hier drauf ist auch mein Rechner, ich habe ein 2-Bildschirmsystem. Das heißt, ich kann mit der Maus von hier nach da rüberziehen und beides ist für PC gedacht. Also beide Bildschirme sind der PC. Und dann habe ich hier noch mein Headset. Das ist das Turtle Beach Stealth 500P. Mein Controller, die Bose-Steuerung hier unten. Dann habe ich hier mein Mikrofon. Ich hatte das normalerweise mit einem Arm, aber ich finde es nicht. Durch den Umzug ist es irgendwie verschwunden oder ich habe es verloren, keine Ahnung. Deswegen muss ich das mit so einem Ständer benutzen, aber ist halb so wild. Bockt sich auch, also ja, halb so wild. Und ja, für was ist eigentlich dieser Stuhl hier, denkt ihr euch jetzt? Also wenn ich immer am PC bin, gerade schneide, bearbeitet oder kommentieren will, setze ich mich hier an dieses gute Stück hier und chill einfach da drauf, weil das ist, man kann nicht in so einem Sessel arbeiten, weil man sitzt so tief drin und deswegen, ja, das geht nicht so leicht. Und ja, hier haben wir meine Tastatur und meine Maus, beides von Sharkoon. Shark Zone 3 oder sowas war das. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ja, ich packe euch alles mal unten in die Videobeschreibung, falls es euch interessiert. So. Hier habe ich meinen PC, dann habe ich hier meinen Router, meine PlayStation 3 und die anderen Bose-Boxen und einen PS3-Controller. Und hier ganz unten ist eine Horizon-Box, also da schaue ich Fernsehen drauf, aber benutze ich gar nicht, weil ich schaue kein Fernsehen, Leute, ich schaue nur Netflix oder so. Und da ganz hinten ist ein Telefon, was nie benutzt wird und da hinten ist natürlich Kabelsalat. Ihr wisst Bescheid, Kabelsalat. Ja, kommen wir zur PS3, das ist eine gejailbreakte PlayStation 3. Ich habe noch eine zweite, aber die ist bei einem Kollegen. Hier ist ein Controller, der halb kaputt ist, weil den habe ich mal gegen die Wand geworfen. Der ist durch die Mitte einfach zerteilt worden. So, ihr könnt hier sehen. Ist bei Black Ops 2 Spielen damals passiert und ja, halb so wild. Naja, wie gesagt, hier ist die PlayStation 3. Daneben ist mein Router, der sieht eigentlich ganz elegant aus. Und hier ist mein PC, Leute. Im PC sind sehr viele Sachen verbaut. Ich schicke euch einfach mal, ja, baller euch einfach alles unten in die Videobeschreibung rein. Und ja, den habe ich damals für 2.900 € oder so zusammengestellt. Damals habe ich das, war alles neu halt, was da rauskam. Mittlerweile ist es leicht veraltet. Ich will mir auch einen neuen PC holen. Irgendwann bald stelle ich den auch auf eBay, dass der verkauft wird, weil ich will mir jetzt ein neues System holen, wisst ihr, wie ich meine. Und ja,
Genau. Ja, Leute, das war's eigentlich hier schon zum ganzen Setup. Ihr könnt ja sehen, das ist meine ganze Gaming-Ecke. Wie gesagt, da kommt noch ein bisschen was dazu. Hier hinten, die Wand verändert sich noch ein bisschen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ja, wenn mein Zimmer komplett ist, dann werde ich noch mal ein extra Video dazu machen. Zum Beispiel kommen auch hier vorne so Schallschutz hin, diese so Eierschallen-mäßig, diese komischen schwarzen Teile, dass man, dass es einfach nicht hier in dem Zimmer so schallt, weil auf dem Teppich habe ich keinen Bock und deswegen kaufe ich mir so Sachen. Und ja. Genau, das war es eigentlich zu meinem Setup hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Falls ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Und schreibt mir mal, wie ihr mein Setup fandet. Ich finde es eigentlich ganz korrekt. So, ja, bockt sich eigentlich zocken, arbeiten, alles drum und dran, kann ich hier auf jeden Fall verrichten. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, haut rein, geht in mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.